Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auf dem Gemeinschaftsstand der Firmen Mulag, Bucher, Gmeiner und Henny Unimog recht herzlich begrüßen. Wir präsentieren auf der Galabau 3 Unimogs von unseren Baureihen, und zwar der kleinste Unimog mit dem Unimog 218 fangen wir an. Dieses Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 10.000 Kilogramm und ist unser wendigstes Fahrzeug mit einem Radstand von 2,80 Meter. Bei diesem Fahrzeug stehen genauso wie bei den großen Fahrzeugen die ansprechenden Features zur Verfügung. Zum Beispiel Hydrostart für stufenlosen Fahren, zum Mähen und so weiter, für die entsprechenden Arbeiten. Und auch selbstverständlich die Wechsellenkung. Mit dieser Wechsellenkung können Sie innerhalb von einer Minute das Lenkrad auf die andere Seite verstellen, sodass also dann der Fahrer bei Mäharbeiten wunderbar in den Graben oder in die Gegenböschung mit reinschauen kann. An diesem Fahrzeug haben wir jetzt ein Gesamtgewicht von 10 Tonnen. Angebaut ist ein Vario-Schneepflug von der Firma Gmeiner. Dieser Vario-Schneepflug hat eine Besonderheit, er hat eine Kunststoffschar. Bei den anderen Pflügen bisheriger Baureihe waren immer Stahlschare verbaut, und dieser hat eine Kunststoffschar, die also unten mit einem Gummi abgedeckt ist, sodass also keine Schneereste auf der Fahrbahn in der Mitte mehr zur Verfügung stehen oder bleiben. Aufgebaut ist ein Streuer von der Firma Gmeiner mit einem Volumen von 1,6 Kubikmeter mit Feuchtsalz. In Trockenstoff können Sie also 2 Kubikmeter Material mitnehmen und für den Winterdienst dann ausbringen. Und hier dürfen wir Ihnen den Unimog 530 vorstellen. Dieses Fahrzeug besitzt ein Gesamtgewicht von 16,5 Tonnen. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Euro 6 Motor mit 299 PS Leistung und mit einem 8-Gang-Getriebe. Hier stehen natürlich auch wieder Hydrostart, Wechsellenkung, Arbeitsgruppen, Kriechganggruppen und so weiter zur Verfügung, die also für die verschiedenen Arbeitseinsätze benötigt werden. An diesem Fahrzeug ist angebaut ein Mulag MKM 700. Also ein Auslegermäher, hier mit der Spezialität eines Mulchkopfes. Also wenn mit der Heckenschere das Lichtraumprofil geschnitten wird, fällt also das Material herunter. Und mit diesem kann es dann vor Ort zerkleinert werden und muss also nicht mehr separat aufgenommen werden. Hier vorne haben wir einen Leitpfostenausmäher von der Firma Mulag. Dieses Gerät arbeitet vollautomatisch. Die Steuerung erfolgt vom Fahrer. Er stellt es einmal ein und kann also dann mit der Geschwindigkeit von 3-4 km/h durchfahren. Und dadurch werden die Leute auf der Straße vom Straßendienst entlastet. Denn das musste früher alles händisch gemacht werden mit Motorsensen. Und das ist mittlerweile verboten wegen Steinschlag und so weiter. Und dieses Gerät hat also auch die entsprechenden Steinschlagschutzprüfungen. Hinten haben wir einen Gmeiner Streuer aufgebaut mit 4 Kubikmeter Inhalt und mit Sohle, sodass also das Gesamtgewicht mit 16,5 Tonnen im Winterdiensteinsatz erreicht wird. Und mit dieser Kombination kann in der Übergangszeit, wenn kein Winterdienst gefahren wird, kann also das Fahrzeug während der Zeit ohne Winterdienst mit dem Mähgerät, mit dem Leitpfostenausmäher dann entsprechend genutzt werden. So, und hier haben wir den Unimog 430, die Viererbaureihe. Die steht also in insgesamt 3 Motorvarianten zur Verfügung. Mit einem Vierzylindermotor mit 232 PS, mit 6-Zylindermotor mit 277 und 299 PS. Dieses Fahrzeug geht bis zu einem Gesamtgewicht von 14,5 Tonnen. Und hier haben wir eine Mähkombination angebaut. Hier vorne ein Frontmähgerät, das zusammenlegbar ist, mit einer Reichweite bis zu 6 Meter. Das hier ist ein Randstreifenmähkopf, ein Dustkopf, der also bei den Pfosten entsprechend ausweicht und danach wieder reinkommt. Dann lässt er einen Mähschatten über, und dafür haben wir dann diesen Leitpfostenausmäher, der das Ganze dann noch einmal sauberer macht. Hinten ist ein MHU aufgebaut mit einem Parallelogrammausleger. Der Mähkopf läuft mit diesem Ausleger auf Höhe des Fahrers. Der Fahrer sitzt auf der rechten Seite, und das Ganze kann also im Ein-Mann-Betrieb betrieben werden. Ohne Probleme ist alles abgenommen, und somit ist das Fahrzeug sehr wirtschaftlich im Einsatz bei den Kommunen und bei den staatlichen Bauämtern.